So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Jo, weiter geht's in dem Part. Hier hatte ich beim letzten Mal gespeichert. Und ja, ich habe jetzt keine Lust, die Kamera zu zoomen. Könnt ihr euch sehen, was ich mache. Part Nummer 60. Ja, wie gesagt, ich habe gestern viel aufgenommen und ich habe richtig Bock auf das Spiel. Und deswegen mache ich hier auch gleich weiter. Mit ein bisschen schwierig, aber ich krieg das hin. Dann kann ich nämlich den ganzen Shit hier nämlich auch mal 11 Lernpunkte. Wir könnten das jetzt noch auf Einhänder versetzen, aber ich glaube, die Ork-Elite kriege ich noch? Nee, kriege ich nicht. Oder? Doch, die kommt. Das ist super. Na, komm her. Boah, das war mies. Ich soll das mit dem Ausweichen machen. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, das ist übel. So, macht aber nichts. Wir sehen ja, dass wir es hinkriegen. Snapperkraut. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen voll heilen. Hallo? Okay. Schön. Hallo. Na schön, dass das so. Keine Ahnung, warum das jetzt rumspackt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das spackt die ganze Zeit dann rum, wenn ich das im Fenstermodus spiele. Aber aus irgendeinem Grund kriege ich das mit OBS. Auf einmal kriege ich es nicht mehr hin. OBS kriegt das Spiel, alles gut, aber jetzt mittlerweile, sobald ich das Spiel in irgendeiner Weise so. Hutsche, Hutsche. Das Problem ist, sobald ich das Spiel irgendwie mittlerweile starte im Vollbildmodus, dann kriegt OBS auf einmal seit gestern kein Dingsbums mehr, kein Bild mehr. Mein zweiter Bildschirm wird dann nicht mehr als Monitor erkannt.
Total komisch. Naja, dann ist das halt so. Müssen wir so nehmen, wie es ist. So, jetzt will ich gucken, ob ich die irgendwie ein bisschen aggro kriege. Aber ich möchte die ganz gerne nur vereinzelt aggro haben, ohne die Elite. Ja, das kannst du vergessen. Gleich alle vier, übel. Nee, nee, nee. So, lass mich mal gucken, wie man das machen kann. Dann gehe ich nämlich mal auf die andere Seite. Und guck mal, ob ich da vielleicht was Besseres ergattern kann. Ich möchte auf jeden Fall die Orks hier mal ein bisschen dezimieren. Dass ich mich so halbwegs frei hier bewegen kann. Ohne jetzt große... große Zauber zu benutzen. Ach ja, das Minental in Gothic 2, das ist immer noch, finde ich, am schönsten. Weil er so richtig postapokalyptisches Feeling hat. Feuerwurzel, hier gibt es auch bestimmt auch irgendwas Interessantes. Oha! Lieber mal speichern. Ich hätte gedacht, ich hätte schon mehr. Zwei, drei, vier am Arsch. Arsch ist duster. Eine kommt, das ist perfekt. Je mehr ich weglocken kann, desto höher steigern sind meine Chancen. Ach, das ist doch scheiße. Habe ich den mal schön weggelockt? Oh. was? Num Alpha Pools? What the fuck? Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund. Der Krieger müsste mir ewig folgen, die Elite nicht. Nee, das bringt alles nichts. Den kriege ich aber. Dann komm mal her. Hierher. Ja. Hier hoch. Super. Vielleicht kriege ich den ja ohne Damage. Ja, komm her. Nichts zu holen. Gut. Ich will ja bei jedem zweiten Ork speichern eigentlich, aber hier
Speichere ich bitte bei jedem. Einzeln, das ist perfekt. Ich schau mal ein Stück zurück, dass ich hier so ein bisschen Freiraum habe. Super. Na komm. Ja, das war schön. Na komm. Puh, okay. War doch nicht so schlecht. Also so einfach wie gedacht. Aber es war machbar. Zu kriegen, das wird schwierig, würde ich sagen. Obwohl die Ork-Elite. Perfekt! Was ist denn los? Klatschst du eine, kriegst du alle oder was? Ich will mich nicht beschweren. Ausgewichen. Perfekt. Na komm schon. So, speichern. Keine Ahnung, wo die herkommt, aber es ist für mich in Ordnung. So, der bleibt da hinten. Das ist auch super. Komm her. Niemals seinen Rhythmus vergessen.
Ausweichen, links, rechts, Schritt, zurück. Ausweichen, links, rechts, Schritt, zurück. Ausweichen, links, rechts, Schritt, zurück. Puh, coole Sache. Aber hat doch ganz gut wehgetan. Ob ich South Park benutzen soll? Jo, mache ich. Dann kann ich nämlich mal das ganze Fleisch essen. Also, gut. Jetzt will ich noch mal speichern. So, der Schamane bleibt weg. Das ist ganz gut. Die Schamanen müssen so ein bisschen alleine stehen. Dann ist das mit denen kein Problem. Ja, noch geht's. Nee, den Schaman, wie gesagt, der muss alleine stehen. Yo, ist klar. Wie viel Orks dann noch? Warte mal, ich versuche den mal herzulocken. Der wurde getroffen. Wenn er mich mit dem Feuerball nämlich nicht trifft, muss er näher kommen. Na, dann komm mal her. Super. Ja, so ein Ork-Schamane sei ich kein Problem. Aber wenn die so in Gruppen stehen, das wird ein Problem. Diese Wagenfell. Und dafür, dass sie diese Wagen aber halten wie Haustiere. Nicht schlecht. Der könnte alleine stehen. Keine Ahnung, wie das funktioniert aber das ist in Ordnung. Gerade die Eliten, die sind mir wichtiger, weil die doch gefährlicher sind. Ja.
Super, Stufe gestiegen. Geilo. Was sagt denn unser Geschick? Wir könnten eigentlich mal ein bisschen Geschick machen. Super duper. Mal gucken, ob ich schaffe, den Schamanen alleine so ein bisschen aggro zu ziehen, aber ich glaube. Ja, komm her. Komm her. Ich mal von hier an tanzen. Okay, ich weiß, wo er ist. Komm her, Schamane. Komm, machen wir es mal hier. Mann gegen Mann. Will ich aber noch hier. Ja, das Fleisch dezimiert sich langsam, das ist gut. Das könnte man normalerweise auch alles sparen. Indem man sich irgendwo ein Bett sucht. Das ist ja schon fast perfekt. Es läuft gerade sehr gut, muss ich sagen. Na, komm, hier, das wird der Ort deines Untergangs. Ja, das hat er nicht schlecht gemacht. Er hat mir jetzt ordentlich eine gegeben. Oder der Ort meines Untergangs. Ich habe mir schon überlegt, sagst du es nicht? Nee, der steht mir zu nah bei den anderen. Der Krieger könnte gut sein. Kratzt sich nochmal am Bobbes. Na komm her. 21 Lernpunkte schon. Wenn ich gewusst hätte, dass ich Einhand doch so stark mache, dann hätte ich mir die ganzen Extra-Truhen so ein bisschen aufgehoben. Ja.
Jo. Perfekt, perfekt. So, den kriege ich auf jeden Fall alleine hin. Komm her. Die Elite kriege ich auch alleine. Wunderbar. Komm her. 189.177 haben wir. Jo, das ist schon mal ordentlich. Jo. Wir haben noch viele Heilungen und so ein Kram. Schwere Wunden heilen, mittlere Wunden heilen. Vielleicht kann ich sowas mal benutzen. Weil die kosten sowieso nur 5 Mana. Schwere Wunden heilen behalte ich einmal, das heilt 800. Mittlere Wunden heilen halt gleich viel, 400, das ist fast voll. Boah, 600. So, will ich magische Kraft steigern oder möchte ich eigentlich... Nein! Mist. Ups. Da muss ich auf meine Rune zurückgreifen. Ich habe nämlich jetzt keine Lust. Na komm her, Krieger. Gut, der packt seinen Feuerball wieder weg. Das ist wunderbar. Yeah.
Feuerwurzel erstmal nicht. Ich versuche es jetzt ein bisschen minimalistisch zu halten, weil ich werde danach nochmal eine Runde pennen gehen. Komm mal her, Schamane. Ich bin hier hinter dem Baum. Also wenn du die Schamanen in den Nahkampf locken kannst, sind die echt kein Problem. Hier geblieben! Du bist meine Einnahmequelle. So, dann kann ich hier die Sachen nochmal in Ruhe angucken. Hallo, Rockkrieger, ich hab dich angefackelt. Komm, put, 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 put. Jo, unser Weg ist gepflastert von Leichen. Von Leichen mit Orks. Ich will doch nur einen. Mensch, müssen immer gleich so viele kommen. Warum ist er schneller als ich? Na, natürlich. Entweder kriegen beide Aggro oder gar keiner. Der ist jetzt wieder. Oh ne, sind doch beide. Mir ist egal. Na super, den habe ich gekriegt. Eine andere hat mich platt gemacht. Lass mich mal kurz überlegen. Och nö. Ja gut, es geht ja noch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier... Ja, natürlich beide mal wieder. Beide brauche ich gar nicht erst probieren. Vielleicht kann ich den einen so ein bisschen stacken. Nee, kann ich nicht. Schade. So, vielleicht kann ich den einen wirklich so ein bisschen stacken. Nee, die sind mir zu nah. Ach, ist doch scheiße. Ja, das wollte ich. So, dass der eine so ein bisschen anders da abgelenkt ist. Wo der andere hin ist, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung.
Aber es läuft ganz gut. Darf nur nicht vergessen zu speichern. Das ist doch blöd. Schon fast perfekt. Mal speichern, dann nehme ich noch mal ein Feuerkraut. Wir sind schon bei 40 Minuten. So, dann komm mal mit. Ja. Komm her. Perfekt, perfekt. So, kriegt ein Schaman locker, weiß ich auch. Super. Na komm, auf, jetzt! So, den Eisblock, den lege ich mal beiseite. Mit schwere Wunden heilen? Nö. Mana-Bonus, weißer Rum. Jo, den gebe ich mir jetzt erstmal hinter die Binde. So, deine Aufmerksamkeit habe ich. Dann kommst du mal schön her. Ich gehe noch einen Schritt zurück, dass du richtig schön hinter den Baum gehst. Ja. Jetzt ziehst du deine Axt und Feuer frei.
Speichern nicht vergessen. Ich sollte mal auch mal einen Let's Play Spielstand machen, dass ich nicht den ganzen Scheiß nachspielen muss, wenn irgendwas kaputt geht. Schritte zurück. Sieht eigentlich ganz gut aus. Relativ schwerer Ork-Kriegerkampf, der macht mir relativ viel Damage. Nichts zu plötzlich zu holen. Wer weiß, was noch so auf mich wartet. Ah, da ist wieder so eine ganze Truppe. Die habe ich natürlich nicht so gern. Der müsste weit genug von der Elite weg sein. Nee, aber der ist weit genug. Komm mal her, Ork-Elite. Ja, komm her. Hatte ich aber Glück gehabt, dass die sich da so verheddert hat. Puh, bei den Ork-Eliten bin ich immer noch so ein bisschen am Bangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich immer noch so ein bisschen Respekt und Schiss vor den Viechern habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schaffen. Im kompletten ersten Run möglich den Außenring zu besiegen, also beim ersten Besuch des Minentals. Aber finde ich gar nicht mal so unpraktisch. Weil beim zweiten Mal musst du halt sagen... Ja. Sind da wesentlich mehr Orks. Ich hasse diese Blutfliegen, ich hasse sie so sehr. Na komm. Thank you.
Ne, ich treffe ihn einmal. So, ich glaube, so langsam sollte ich mich mal hinlegen. Irgendwo in diesem Spiel. Na, Wolf, komm her. Dann könnten wir nämlich auch mal langsam mal die Story vorantreiben und die Schiffstellen aufsuchen. Hier sind nur ein paar Goblins. Die haben hier ihre kleine Höhle. Naja, mal keine Orks zu klatschen, ist mal echt eine kleine Erholung. Muss ich gestehen. Oh, eine Feuerwurzel. Snapperkraut. Heilkraut. Heilkraut. Ich mache das so. Ich ziehe mir so einen doppelten rein. So einen schnellen Hering. Obwohl, nee, ich kann es auch anders machen. Pass zur Burg. Achso, ich habe nicht genug Mana. Dann lege ich mich nämlich mal in eins von diesen Betten. Ich darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das stimmt, du darfst nicht alles glauben, was du hörst. Ja, wenn das schon lange bekannt ist, warum macht ihr es dann? Ich will doch einfach nur in irgend so ein Kackbett. Danke. So, sorry, ich habe in einem Bettchen geschlafen, aber macht ja nichts, Palaf, ne? So, jetzt würde ich aber noch gerne meinen Einhand ein bisschen verbessern. Ich will trainieren. Ist das wirklich wahr? Du verlangst mehr von mir. Noch mehr, aber kann ich nicht. Eins, zwei, drei. Du bist ziemlich gut. Jetzt kann dir nur noch. Super. Wie viele Mana-Punkte habe ich denn noch? 3. Hey, du. Du kannst mir nichts mehr beibringen, ne? Ich will mal. Danke. Perfekt. 60. Wir sind Meister, super. Die Frage ist, bleibe ich Meister oder nicht? Das ist jetzt die Frage. So, der Doppelte hält nicht so lange. Wie lange nehmen wir denn schon auf 50 Minuten? Ich würde sagen, die Stunde mache ich voll ungefähr. Dann kann ich noch mal ein paar von diesen Orks platt machen und dann widmen wir uns wirklich den eigentlichen Wegen.
Na, der hält das Schwert jetzt schon ganz anders. Sieht schon anders aus hier als Meister. Perf. Oh, super. Wir haben eine super Stufe erreicht. Gefällt mir sehr. So, hier ist noch ein Ork-Krieger, aber der ist kein Problem mehr. Komm her! Put, put, put. Put, 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 put. Ja, das sieht doch schon wieder wesentlich geiler aus. Also, supi-dupi. Links, rechts, rechts, links, links. Oh, naja. Heilkraut. Trank. Trank. Gletscherquarz. Ich dachte, hier wäre mehr zu finden als so ein Müll. Naja, ist egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das so hinbekommen haben. Super. Drei Orks, ohne uns heilen zu müssen, das ist schon mal sehr nice. So, ich will aber hier den Ausdring eigentlich nur noch machen. Komm her, Ork-Krieger. Ich habe ein schönes Geschenk für dich. Und zwar eins in die Fresse. Also es gibt auch Wege ohne Orks. Da müssen wir uns nicht immer mit den Viechern anlegen. Habe ich dich getroffen, Wargen? Oh, Gucci, Gucci, Boom. Geht aber los hier. Nein! Okay, Feuernessel. Ich hab noch Rum. Lümmelvieh. Feuerwurzel, Spruchrolle,
Blauflieder. Was haben wir denn hier? Ein Ohrkrieger. Ein einzelner oder zwei? Es waren zwei, aber... nicht übermütig werden. Jetzt geht's doch eigentlich. Sehr gut. Na, komm schon. Da ist nichts zu. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Na komm her. Ah, oh, ich freue mich, wir sind jetzt Meister. Den probiere ich noch, obwohl der ist mir zu nah an dem anderen. Gut, dann mache ich das anders. Ich setze wieder meine Robe auf. Wie viel Teleport frisst das? 10, ne? Scheiße. Ich hätte gedacht, 5 würden reichen. Gut, macht aber nichts. Gehe ich nochmal eine Runde pennen. Dann können wir den Part hier auch beenden. Weil läuft ganz gut. Doch, ja, ich bin ganz happy. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich bin ganz glücklich, wie es hier so läuft. Warte mal. Och nö. Oh, jetzt endet. Gott sei Dank. Das hat aber gedauert. Oh, ich hab schon gedacht. Ist egal. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich wäre mir da nicht so.